Bevor das Video beginnt, möchte ich noch ganz kurz erwähnen, dass ich das am 11. September aufgenommen habe. Ja, also das ist schon fast ein Monat her. Da war der erste Schultag gerade und ich hatte gute Laune und war ein bisschen durch den Wind. Ich habe die Kamera zwar mit aufgenommen, aber da das wirklich schon so lange her ist, habe ich die Aufnahme einfach gelöscht. Also ich bin ganz ehrlich, Leute, ich dachte, ich brauche die einfach nicht mehr. Ich kann ja nicht allen Müll hier auf meiner Festplatte lassen. Ich habe die einfach gelöscht. Die war schon seit September, also ich habe alle Videos von September habe ich gelöscht, jetzt für den Oktober brauche ich die ja nicht mehr. Ich habe ja ich habe eigentlich alles geschnitten, damit habe ich auch gerechnet. Aber jetzt dachte ich so, hey, was soll morgen kommen? 4. Oktober, keine Ahnung, habe kein Video. Ja, ich habe da noch eine Trainerkarriere aufgenommen. Fuck, ich habe die Kameraaufnahme gelöscht. Ja, so war ungefähr meine Reaktion. Ich werde das Video trotzdem schneiden, ich werde es euch zeigen. Ich weiß es noch nicht, ich habe es noch nicht geschnitten, ist bestimmt ganz cool geworden, also wir haben, das weiß ich, wir haben auf jeden Fall zwei coole Spiele gehabt, zwei gute Spiele, ja, aber nur, dass ihr Bescheid wisst, also ich habe das schon lange her aufgenommen und habe auch eben die Kameraaufnahme jetzt nicht mehr und ja, viel Spaß bei dem Video, die Anmoderation war ein bisschen komisch, wie gesagt, der erste Schultag und ich hatte gute Laune, aber das war ziemlich komisch, die Anmod habe ich mir schon mal angehört. Ups, es tut mir leid. Mit Kamera sah es vielleicht noch lustiger aus, so ist es ein bisschen creepy. Naja, ups. Hey Leute, und willkommen zu einer neuen Folge PES19 Trainerkarriere mit Bayern. Mein Name ist Carsten. Leute, der Typ hier ist so durch, Alter. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der PES19 Trainerkarriere mit Bayern. Es musste sein. Keine Ahnung, mir ist nichts Besseres eingefallen. Ich habe gute Laune. Der erste Schultag hat begonnen. Mega geil. Mann, da freut man sich wieder, wenn man daheim ist und aufnehmen kann. Da schätzt man das wieder wert, wenn man daheim ist, aufnehmen kann und aus der Schule raus ist. Nee, also ich bin ja auf einer neuen Schule jetzt, muss mich da ein bisschen eingewöhnen, aber ich bin komplett durcheinander, also man merkt es halt, aber ist geil, ja, ist super. Ich habe gestern noch ein Video der Trainerkarriere aufgenommen, mit den geilen Haaren am Start. Wer es nicht gesehen hat, rechts um meinem i verlinkt. Das war gestern für mich, für euch war es schon ein bisschen länger her. Ja, da habe ich mir die Haare nicht gemacht, Alter, wie schlimm ich da aussehe. Heute habe ich auch irgendwie so halb Bad Hair Day, keine Ahnung. Erster Schultag war für mich heute. Für euch war der wahrscheinlich, auch wenn ihr in Bayern wohnt, schon vor einer Woche. Und wenn ihr irgendwo anders wohnt, wahrscheinlich schon vor so 8 Monaten. Aber macht ja nichts. Alter, verkantet, Hilfe. Ja, wir starten einfach rein. Palaber nicht lang rum. In der letzten Folge haben wir ein 5-0 verspielt. Haben natürlich doch trotzdem noch gewonnen, aber ich wollte unbedingt mal ein hohes Ergebnis und hab's wieder nicht hinbekommen. Ey, das ist so zum Kotzen, aber gut. Spielen jetzt gegen Hoffenheim. Hoffenheim eigentlich immer eine gute Mannschaft. Die sind echt auch schwer zu spielen, also gegen die zu spielen ist schwer. Ja. I am very gespannt, wie das so wird. Packen wir Martinez rein? Komm, wir packen mal Javi Martinez rein. Kann man den auch als DMF machen, weil dann hat der bessere Werte. Guck mal, als Verteidiger hat er voll die guten Werte. Alter. Ich glaube, ich setze den trotzdem einmal als Verteidiger ein. Okay, nix. Okay, nee, dann machen wir ihn da nicht. Du warst Sanchez rein. Der Boy ist cool. Der ist richtig nice. Ja, was machen wir noch? Hier, guck mal, Süle kann spielen für Hummels. Das ist perfekt. Alaba. Können wir da vielleicht Mittelstädt? Ne, die sind auch leider nicht so gut unterwegs. Da wir gegen Hoffenheim spielen, das ist schon ein bisschen schwierig. Ja, wir lassen es so. Komm, so ist perfekt. So lassen wir das und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein. Lego. Das ist jetzt tatsächlich das allererste Spiel, was wir daheim spielen. Also wir haben bisher immer auswärts gespielt. Und jetzt seht ihr auch mal die richtigen Heimtrikots. Wir haben nur in dem Vorbereitungsturnier eben mal auf der linken Seite mit den Heimtrikots gespielt, aber halt trotzdem nicht in der Allianz Arena, nicht in München. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall die Originaltrikots. Fürs Vorbereitungsturnier waren die noch in der Wäsche, Alter. King of Comedy, Junge, hat er mich umgeboxt. Ja, direkt gelbe Karte, kann der Schiede nix. Der so ein bisschen nach Suarez aussieht. Auf jeden Fall haben wir jetzt, wie gesagt, die Original-Trikots. Ich habe die nochmal reingemoddet, weil bei den Bayern- und Freiburg-Trikots gab es da einen kleinen Fehler.
jetzt ist alles am Stissel. Und ja, ich hoffe, das bringt uns Glück. Erste gelbe Karte. Und ich hoffe einfach, jo. Aber wir haben den Ball noch. Nee, er hat ihn. Fuck. Ja, ich hoffe, wir gewinnen. Jawohl! 1:0, Robert Lewandowski, die Torhymne erklingt, jawohl! Ah, Mann, Leute, ich habe gute Laune. Jo, Alter, den Torjubel kenne ich auch noch nicht. Alter, guck mal, Alaba, Alter, what the fuck? Was macht Konami hier für Sachen, Alter? Ich mag Konami, ne? Hier, Kai, wenn ihr das Video seht, aber... Junge, der Torjubel, what the fuck? Oh, komm an, was machst du? Fuck, Alter. Was sollte das? Guck mal, was für ein nicer Doppelpass. Funktionieren Pässe anscheinend auch manchmal echt gut. Oh, und dann, ich habe mich erst für die an der Ecke entschieden. Dann dachte ich, komm, nimmst du doch die kürzere. Und ich dachte, dass er safe drin ist. Vor allem Coman hat ja schon viele Tore bei uns gemacht. Eieiei. Okay. Pflichtaufgabe erfüllt, kein Gegentreffer kassiert, Wunschaufgabe nicht, Wunschaufgabe war noch ein 2:0 zu machen, 61% Ballbesitz, 5 Schüsse, nur einer aufs Tor und der war drin, ja, aber Hoffenheim hat gar keinen einzigen Schuss, auch gar keinen aufs Tor logischerweise, also die sind auf jeden Fall schlechter als wir. Ja moin, das bringt uns im Endeffekt dann natürlich nichts, wenn sie mit der ersten Chance das erste Tor machen und wer hätte es gedacht, natürlich durch einen Fehlpass. Alter, deine Mom. Hier Neuer schon richtig knapp. Dann wurde Boateng unter Druck gebracht. Fehlpass. Und dann zack. Rappels 1:1. Okay, weiter geht's. Jawohl, Alaba, was für ein Tor. Ja moin, der hat auch schon 2 Tore gemacht insgesamt, glaube ich. 2 oder 3. Yes, 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 yes. So will ich das sehen, jawohl. Heute der gute Laune Mike am Start, das ist auch perfekt. Hier, Coman hat ein bisschen gefightet, dann kommt Alaba von hinten, der sich mal den Ball von Coman holt. Doppelpass mit Lewandowski spielt und ihn volle Kanne reinhaut. Das kann man auf jeden Fall machen. Sauberer Laufweg, stark gemacht, 2:1. Das Spiel wieder für uns entschieden, weiter geht's. Noch ist nichts entschieden, aber wir haben auf jeden Fall wieder die Führung gemacht. Digga, alles klar. Würde ich auch nicht pfeifen, war ja nichts, ne? Ja, moin! Die faulen die ganze Zeit! Was ist das? Jawohl! Kingsley Coman steckt den Fuß dazwischen! Junge! Der Ball war für mich schon abgeschrieben. Dachte nicht... Alter Junge, wie Ernst Müller gar geguckt hat. Sau stark den Ball hier runtergeholt von Kimmich. Und ich dachte echt, dass hier, wer auch immer das hier war, in der Mitte den Ball auf jeden Fall abfängt. Hier der 21er. Keine Ahnung, wer das ist. Kenne ich mit Hoffenheim nicht aus. Aber Coman war schneller. Hau den Fuß rein. 3:1. Deine Mom, Alter. Mali. Danke. Bringt was anscheinend. Boah. Junge, was sind das für Typen, Alter? Die hauen mich dauerhaft um. Junge! Jawohl! Lewandowski gibt die gerechte Strafe dafür, dass sie uns die ganze Zeit umboxen. Ja, das darf einen nicht jucken im Fußball. Im echten Leben direkt zurückballern. Nee, Spaß, aber... Mann, aber im Fußball darf es wirklich keinen jucken. Also du musst trotzdem fair weiterspielen. Wenn du dann auch einen auf Assi machst, dann bringt es überhaupt nichts. Wenn man einfach fair weiterspielt, Leute, macht man das 4:1. Das ist die Vorentscheidung.
Wir sind in der 73., 74., sowas um den Dreh müsste es sein. Ich habe nicht genau auf die Zeit geachtet. Ja, aber doch, passt perfekt, Junge. Wow. Und ja, 4:1 läuft. Wow, Neuer hat mal was gemacht. Hui. Alter. Da hat er mal eine Parade rausgehauen. Sonst hält er ja, wenn es mal gefährlich wird, eigentlich so gut wie gar nichts. Junge, wie er mich schon wieder umhauen will. Ah, haha. Hoffenheim wird richtig denied. Das gefällt mir. Eigentlich bin ich immer so das Opfer, das dann nochmal Pfosten trifft oder so, wenn es nötig wäre, Junge. Ey, die sind so, sowas von welche Assis, ne, Alter. Das gibt's nicht. Das ist so typisch wieder PES, ne. Das ist typisch PES, ne. Die wollen natürlich, dass wir nur mit einem 2-Tore-Abstand hier gewinnen. Letztes Mal war der 5-Tore-Abstand möglich. Haben die auf einmal wieder 3 Tore gemacht, dann war es wieder nur ein 3-Tore-Abstand. Und jetzt sind es 3 Tore. Und gleich werden es wieder nur 2 Tore. 2 Tore meine ich natürlich. Ich habe, glaube ich, gerade 3 gesagt. Oh, das war knapp. Das ist die ganze Zeit knapp gerade. Aber ja, um mich jetzt nochmal zu korrigieren. Also jedes Mal haben wir mit einem Unterschied von 2 Toren gewonnen. Nie höher, nur 2 Tore. Aber 2 Tore sind natürlich gut, aber nur 2 Tore. Und letztes Mal waren 5 möglich. Und die anderen haben noch 3 Tore gemacht, so dass es wieder 2 waren. Oh, Junge. Und jetzt hoffen wir, dass das diesmal nicht der Fall ist, sondern dass wir es bei diesen 3 Toren heute mal belassen. Ist immerhin ein Tor mehr als sonst. Unterschied. Dafür müssen einfach wir in Ballbesitz bleiben. Aber ich versuche dann natürlich immer noch ein Tor zu machen. Probiere ich ja jetzt gerade auch. Und dann kassiere ich die Klatsche dafür. Ey, deine Mom! Warum fängst du auch wieder an zu grätschen? Ha! Pfeift er nochmal Ecke? Ja, er gibt nochmal Ecke. Er gibt nochmal Ecke und das sollte tatsächlich der erste Sieg sein, indem wir einen höheren Stand haben als 3 Tore Unterschied. Vielleicht sogar noch ein Tor. Oh! Fast echt noch ein Tor. Junge, das war sogar ein Eigentor, glaube ich. Wäre ein Eigentor gewesen dann. Okay, nochmal die Möglichkeit, nochmal eine Ecke. Diesmal kein Eigentor und diesmal auch keine weitere Ecke. Das war's. 4:1. Wir haben Hoffenheim besiegt. Richtig gut. Auch wenn die das 1:1 gemacht haben, haben wir nochmal draufgelegt. 4:1 ist ein gutes Ergebnis. Der erste Sieg mit einem Abstand, mit einer Tordifferenz hier im Spiel. Mehr als 2 Tore. Ihr wisst, was ich meine. Ich drücke mich vielleicht ein bisschen behindert aus gerade. Ich palabere einfach so viel Scheiße schon wieder. Erster Schultag und ich bin komplett Brain AFK. Aber ich bin hochmotiviert, wie man es vielleicht merkt. Wenn es vielleicht anmerkt. Gladbach gegen Hannover 0:4. Alter, als ob Hannover mit 4:0 gegen Gladbach gewinnt. The fuck. Bayern gegen Hoffenheim 4:1. Nürnberg gegen Wolfsburg 2:4. Nürnberg ist auch nur am Verlieren. Kennt man. Schalke gegen Stuttgart 0:2. Auch Schalke hat verloren. Dortmund gewinnt gegen Hertha mit 2:0. Bremen, Augsburg 1:0. Leipzig, Düsseldorf 1:0. Leverkusen, Frankfurt 4:1. Ebenfalls wie wir. Und Mainz gegen Freiburg 2:0. Die Tabelle sieht so aus, dass wir jetzt endlich auf Platz 1 angekommen sind. Dort wollen wir über die komplette Saison bleiben. Ich bezweifle, dass wir das schaffen, aber wir probieren es. 9 Punkte ebenso wie Wolfsburg und Leipzig. Die anderen dann weiter mit 6 Punkten. Der schlechteste Verein Augsburg mit 0 Punkten und 6 Gegentreffern. Kein einziges Tor tatsächlich geschossen. Wow, das ist nicht geil. Wir haben schon 10 geschossen, haben aber auch 4 kassiert. Also Tordifferenz von 6, dadurch sind wir auf Platz 1. Da wollen wir bleiben, auch in dem Spiel gegen Stuttgart. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wo Stuttgart ist, aber das ist mir relativ schnuppe, denn wir kriegen das auf jeden Fall hin. Und bis zu der nächsten Folge muss ich auf jeden Fall was getan haben mit der Europa League und Champions League, weil ich sehe, da unten haben wir dann das Spiel gegen Nürnberg und wieder in der Europa League. Und ich will natürlich in die Champions League, nicht in die Europa League. Das wäre ganz praktisch. So, mal gucken, vielleicht können wir jetzt gegen Stuttgart auch die neuen Spieler, die neuen Linksverteidiger einsetzen. Für alle, die jetzt weitere Vorschläge gesendet haben, darauf kann ich nicht mehr eingehen, denn ich habe die andere Folge natürlich schon längst aufgenommen. Ja, okay.
Okay. Kann man machen. Sind fast alle am Blinken. Sind fast alle nach oben. Also Blinken heißt ja, soweit ich das weiß, von letztem Jahr habt ihr mir das geschrieben. Blinken heißt nochmal ein extra Schub. Also die sind nochmal krasser als sonst. Die Frage ist, das ist jetzt bei fast allen. The fuck? Warum? Ich verstehe es nicht. Warum? So, okay, ihr könnt mir auf jeden Fall reinschreiben. Das müsst ihr auf jeden Fall machen. Wie ihr das jetzt ansieht. Wie seht ihr das an? Soll ich jetzt in der Abwehr, okay, Boateng, da ist Mai einfach viel, viel schlechter, aber hat halt den Ding nach oben. Soll ich den reintun oder nicht? Hier auch. Alaba hat so den halben Pfeil nach oben. Mittelstädt hat den komplett nach oben und beide blinken. Auch wenn Mittelstädt schlechter ist, ich tue ihn jetzt rein. Das ist logisch, dass das nicht so gut ist. Hier im Mittelfeld müsste mir jetzt mal aber helfen. Was soll ich hier machen? Soll ich einen Goretzka drin lassen, obwohl er so einen seitlichen Pfeil hat, aber blinkt? Oder soll ich lieber einen Tolisso nehmen, der einen Pfeil nach oben hat, aber nicht blinkt? Das ist jetzt die Frage. Ich würde eher einen Tolisso nehmen und Sanchez, weil der auch nach oben ist und blinkt. Aber ich würde für Thiago eher Tolisso reintun und andersrum für Goretzka hätte ich ihn auch reingetan. Wir nehmen die ganzen blinkenden Heinis einfach mal mit auf die Bank. Vor allem Alaba oder so. Also Mittelstädt bekommt jetzt seinen ersten Einsatz. Der ist ja der schlechteste Linksverteidiger, den wir haben. Denn selbst Oscholek oder wer auch immer der ausgesprochen wird, er ist ja auf jeden Fall besser, aber bei dem ist der Pfeil nicht nach oben und er blinkt auch nicht. Alaba hat aber einen echt guten Pfeil eigentlich, also Alaba könnte man eigentlich drin lassen. Aber ich will Mittelstädt einfach mal die Chance geben, wenn ich schon hier L.Mai die Chance gebe, dann gebe ich sie auch Mittelstädt. Die Abwehr wird schon stabil halten, das Mittelfeld auch. Der Angriff ist ja recht gut. Wenn auch Lewandowski und Müller, Alter, Junge, warum blinken alle? Warum sind die alle nach oben? Ich verstehe es nicht. Ja, die haben wahrscheinlich die gute Laune jetzt von mir bekommen. Die haben sich anstecken lassen. Mercedes-Benz Arena und wir spielen wieder in den roten Trikots. Wir können die jetzt ein bisschen einweihen, die neuen roten. Die sehen ja auch ganz cool aus, finde ich. Und ja, mit denen haben wir ja gut gespielt gegen Hoffenheim. Ich hoffe, wie gesagt, dass wir das jetzt auch hinkriegen gegen Stuttgart. Mit den ganzen Balken nach oben und blinkenden Dingern. Wird das wohl hinhauen, hoffe ich doch. Ui. Ja, moin. Tschüss. Kein Kommentar dazu. War vielleicht nicht so eine gute Idee, die neuen mitzunehmen. Ich glaube, das war Mai, der hier gefault hat. Aber das war natürlich unpraktisch. Ja, war Mai, der hier das Foul begangen hat. Neuer hält. Ganz stark. Manuel Neuer. Welttorhüter. Da zeigt das nochmal. Ist er überhaupt noch Welttorhüter? Ich weiß gar nicht. Vielleicht ist er gar kein Welttorhüter mehr. Aber ich glaube schon. Ja, die Verteidiger Mittelstädt hat vorhin Probleme gehabt. Dadurch ist dieser ganze Angriff erstmal zustande gekommen. Ja, und da dann wirklich so viel Platz hinten war. Also Stuttgart spielt gerade auf Offensiv. Ich nicht, aber es ist trotzdem so viel Platz hinten gewesen. Ja, musste ich da zur Grätsche ansetzen, da die Grätsche einfach nur absolut scheiße war. Gab es dann Elfmeter. Aber Neuer hat ja alles rausgebügelt. Und jetzt kommt vielleicht mal Lewandowski. Ja, Lewandowski, komm, der kommt durch. Lewandowski, kommt durch und macht ihn. Yes. Jawohl, wir haben die Weltklasse-Stürmer. Nicht so wie Stuttgart, der nicht mal einen Elfmeter macht, Alter. Ich bin heute ein bisschen überheblich. Ist nicht so geil, das rächt sich eigentlich. Aber mega geil. Hier Gnabry mit dem Pass, der glücklicherweise ankommt. Das ist ja oft so, dass der nicht so perfekt ankommt, weil der Stürmer dadurch echt extrem abbremsen muss durch solche Pässe. Und dadurch holen die Verteidiger dann natürlich ein. Aber Lewandowski konnte sich durchsetzen und haut den rein. Jawohl, ebenso wie den. Den macht er auch.
2:0. Wieder Robert Lewandowski. Wieder die Bayern. Yes. Auswärts gegen Stuttgart. Komm, die müssen wir jetzt kloppen. Den hauen wir jetzt einen richtig auf die 12. Ich weiß gar nicht, was ich laber, Leute. Ich laber wahrscheinlich heute so eine Scheiße zusammen. Allein der Anfang, die Anmoderation war schon so eine Scheiße. 2:0 nach 14 Spielminuten. Weiter so, Jungs. Oh, Torwart hält. Keine Ahnung, wer der Torwart von Stuttgart ist. War doch mal Zieler, aber ich weiß nicht, ob es immer noch Ron-Robert Zieler ist. Junge, Stuttgart hat mehr Ballbesitz. Das ist ja krass. Also Ballbesitz ist auf keinen Fall gut. Der hilft uns nicht unbedingt weiter. Also ist natürlich schon gut, aber nicht zwingend notwendig. Yo. Knapp. Mai ist da voll in die Vollen gegangen. Voll in die Vollen hier. Hat den Ball aber nicht erwischt. Und dann, ja, die Chance für Stuttgart, aber im Liegen macht es den Ball halt schwer rein. Jawohl, 3:0, Kingsley Coman. Kann man mal machen, ne? Jetzt geht's rund. Das ist ja ein Spiel, du. Ich hoffe, das geht so weiter. Nicht, dass Stuttgart hier nochmal aufdreht. Ja, Coman setzt sich da durch. Gegen wen auch immer. Nach wieder so einem hohen Steilpass da. Und hau den rein. Junge, er hat ihn richtig abgeräumt. Da kennt er nix. Einfach mitnehmen, umhauen, ein Tor machen. Wenn der Schiri nichts sagt, ist alles super. Boah, Kimmich. Oh, Schuss probieren. Kein Problem. Ecke, komm. Eckballtor, das hatten wir einmal, glaube ich. Ein Eckballtor haben wir geschafft, mehr nicht. Vielleicht jetzt wieder. Komm, auf den zweiten Versuch. Kimmich, die Flanke, jawohl, der zweite Versuch hat tatsächlich funktioniert. Robert Lewandowski zum dritten am heutigen Tag. 4:0, drei Tore davon, Lewandowski. Da wird er erstmal zu Boden gehauen von seinen Kollegen. Ja, moin, Alter. Guck mal, also ich glaube tatsächlich, die gute Laune von mir hat sich einfach auf die Spieler übertragen. Dadurch haben die diese Balken nach oben und die blinken dann alle. Und dann machen die Party, weil die alle blinken und hui und hopp. Und jetzt wollen die auch eine Torparty machen. Und danach machen sie noch die Aftershow-Party. Kennen die nix? Boah, Hummels. So, Leute, Halbzeit 4:0. Ja, das hatten wir schon mal gegen den Europa-League-Verein, der dann in der zweiten Halbzeit nach dem 5:0 von uns einfach mal drei Tore gemacht hat. Und dann war es wieder, wenn man es abzieht, so, ne, weiß Bescheid, war es wieder ein 2:0. 5:3, klar, aber ja, wisst ihr Bescheid. Wir hoffen, dass das dieses Mal anders läuft. Ich werde jetzt vielleicht auch Drecksack spielen einfach. Also sobald ich merke, dass die kommen, so wie jetzt, dass sie wirklich richtig krass kommen, da werde ich mir einfach den Ball schnappen und die ganze Zeit hin und her spielen. Weil ich will diese Führung einfach mal behalten. Ich will einfach mal hoch gewinnen. Kann doch nicht so schwer sein hier, Mensch. Digga. Lewandowski ist tot. Digga. Coman ist auch tot. Ey, was machen die? Die hauen alle Spiele um. Ribéry gerade neu eingewechselt. Wird erstmal umgehauen. Ja, guck mal, alle haben... Alle außer Hummels und Ribéry haben einen Pfeil nach oben. Und der blinkt auch noch. Ey, die sind ja so krank. Leute, da will ich auch gar nicht wechseln. Das ist... das mache ich nicht. Sehe ich nicht ein. Schon wieder ein Freistoß. Die haben schon wieder Lewandowski bisschen zu Boden gesteckt. Ja, Lewandowski hat jetzt in diesem Spiel ein Kopfballtor gemacht. Ne, wir geben ihm so die Vorlage, dann macht er es vielleicht sicherer. Aber der Torwart hat gehalten. Das war schon besser. Ich wollte jetzt flanken und darauf hoffen, dass er noch eins macht. Aber ja, mir war das die sichere Option. Hat aber auch nicht geklappt. Sauber Kimmich. Stark. Schön gemacht. Jetzt müssen wir das nur noch gut ausspielen. Ah, Coman, bring ihn in die Mitte. Jawohl, Eigentor auch noch mit dabei. Scheißegal, alles klappt.
5:0. Nochmal. What the fuck, Alter. Er haut ihm nochmal eine drauf, Alter. Was ist das? Ja, der Pass von Müller leider nicht perfekt angekommen. Aber die Flanke auch nicht. Aber der Ball ist drin. Also eigentlich nicht so perfekt gelaufen, der Spielzug. Macht nichts. Ja, wie gesagt, ich will eigentlich gar nicht auswechseln, außer die Fitness ist wirklich komplett am Arsch. Aber wir warten damit auf jeden Fall. Denn die ganzen Balken nach oben, Alter, die blinken so toll. Natürlich, es war ein Fehlpass dabei gerade. Habe ich bestimmt reingeschnitten. Jetzt auch noch ein Fehler hier, ja. Ey, Fehlpässe, ich hasse sie. Okay, jetzt beginnt die Phase von Stuttgart. So, wir wechseln einfach mal Rodriguez ein, weil er immer gut ist, egal was für ein Balken er hat, für Müller. Jetzt beginnt die Phase von Stuttgart, defensiv und hin und her passen. Ich will, dass es beim 1:5 bleibt. So, Thiago kommt für Sanchez, der hat auch überhaupt keine Fitness mehr. Wir probieren es mal wieder mit einer Ecke. Oh, Junge, voll in seine Fresse. Ich habe aus Versehen den Stick nach vorne gedrückt, heißt, der hat die so ein bisschen flacher gemacht. Und das heißt voll in sein Face. Komm mal, ich hab auf defensiv. Hier ist keiner wegen der Ecke. Kommt doch mal zurück, Leute. Junge, die legen mich jeden Spieler um, Alter. Gelbe Karte für Beck. Ey, das ist unglaublich. Der hat Ribéry, hat einer umgelegt. Dann legt er auch noch Mittelstädt um. Ey, das ist nicht mehr feierlich. Junge, unglaublich. Jeden Spieler hauen die um. Jetzt kriegen die noch eine Chance, ey. Geh weg. Jetzt gebe ich dir auch einen mit, Alter. 1:5, das war's. Wir steigern uns, wir steigern uns. Es ist immer noch kein 5:0. Obwohl wir jetzt schon zweimal mit 5:0 geführt haben. Wir haben immer mindestens ein Tor kassiert. Aber man muss bedenken, Stuttgart hatte am Anfang auch einen Elfmeter. Bla, bla, bla. Ist auf jeden Fall crazy gewesen. Wer jetzt immer noch dran ist, schreibt dafür mal Hashtag Elfmeter unten in die Kommentare, damit ich sehe, wer noch guckt. Aber auf jeden Fall echt crazy, was hier passiert ist. Ein geiles Spiel, witziges Spiel. Die hauen alle um, auch Hoffenheim, auch Stuttgart hat mich komplett umgehauen die ganze Zeit. Ha, okay, Tipps reinschreiben, was mit der UEFA Champions League los ist. Und ja, wir haben jetzt das erste Mal mit einem, ja, mit einer Differenz von 4 Toren gewonnen. Letztes Mal mit 3, sonst immer bis mit 2, jetzt mit 4. Mega geil, toppt auf jeden Fall alles. Jetzt brauchen wir nur noch das 5:0. Augsburg gewinnt gegen Dortmund mit 1:0. Düsseldorf verliert gegen Bremen mit 0:1. Frankfurt, Hertha 1:1. Freiburg, Leipzig 1:3. Hannover, Leverkusen 3:1. Hannover besiegt auch noch Leverkusen. Hannover ist ja richtig krass drauf. Leipzig hat aber auch gewonnen. Ebenso wie Hoffenheim, die mit 4:1 gegen Mainz gewonnen haben. Schalke mit 1:0 gegen Nürnberg. Stuttgart gegen München 1:5. Und Wolfsburg gewinnt auch gegen Gladbach. Heißt, Wolfsburg immer noch hinter uns, ebenso wie Gladbach, wie Leipzig und ja, Stuttgart ist runtergerutscht. Die waren, was weiß ich, Platz 8, Platz 9, jetzt sind sie Platz 10. Nürnberg ist unser nächster Gegner, die sind auf jeden Fall schlecht. Die haben nur einen Punkt mitgenommen aus bisher möglichen 12 und 4 Spiele waren schon zu spielen, nur einen Punkt mitgenommen. Ist okay, also ist ja nicht schlecht. Aber sie sind auf jeden Fall nicht die beste Mannschaft und ich hoffe, dass wir sie auch besiegen können. Und ja, Kontaktwiderstand ist auf 82 gestiegen bei Sanchez jetzt hier. Sanchez verbessert sich momentan ungemein. Schusskraft auf 81, Dribbling auf 78, Angriff auf 84, Standard auf 71, Flachpass auf 74. Der ist fast in allem gestiegen, ist insgesamt auf eine 77 jetzt. Und hat das Fähigkeitstraining Roulette gemeistert. Okay. Anscheinend Sanchez richtig nice. Ja. Lewandowski hat auch eine Stufe bekommen als Kämpfer. Ist ja toll. Freut mich alles, dass ihr alle so gut drauf seid, motiviert seid. Hoffentlich habt ihr gegen Nürnberg auch die ganze Zeit so einen Balken nach oben.
Ich kann mir jetzt meinen Lieblingsspieler auswählen. Das machen wir allerdings erst in der nächsten Folge. Muss daran denken, dass ich da drauf klicke. Ja, ich hoffe, ich denke da dann. Haut rein, bis dahin. Lasst die Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Schaut bei Instagram vorbei. Und tschüss.